Also wir sind hier auf einem von zwei Bienenständen, die auf dem Goetheanum-Gelände oder im Goetheanum-Park stehen. Und was wir hier sehen, ist einerseits Einraumbeute, das ist meine favorisierte, meine Lieblingsbeute, und dann aber auch Verdammtbeuten. Und wesensgemäß Imker können wir mit jedem Beutensystem. Wichtig ist einfach, wie wir wissen, wir vermehren Schwarmtrieb, wir haben Naturbau und wir verzichten auf künstliche Königinnenzucht. Und eine Besonderheit möchte ich doch erwähnen, eine Reihe dieser Beuten, zum Beispiel die, ist eine Stroh-Lehm-Kuhmist-Isolation. Also da wird nur ein Fachwerk gemacht aus Holz, dann wird ein Kissen aus Stroh in die Wände gesetzt und dieses Kissen wird mit Lehm und mit Kuhmist überzogen. Was ist passiert? Jeder muss sein eigenes Halten und Tragen. Und gleichzeitig wird er in seinem Halten und Getragen sein von einem anderen getragen. Der Beitrag des Einzelnen zum Ganzen ist minimal. Ein Fünftel, vielleicht 478 oder so. Also ganz klein. Und trotzdem entsteht in der Gesamtheit vollständig ein Ganzes, das, obschon wir nicht ausgemacht haben, wie hoch, wie tief, eine Art Harmonie bringt. Und wir haben hier eigentlich erlebt, was sozusagen gern in der Bienenkiste passiert. Zweiter Punkt zur Kohärenz. Das ist das iPod der Anthroposophen. Keine Elektronik, nicht digital, sondern akustisch und analog. Ich gehe, weil es ist komisch zum Sprechen, mit diesem Gerät, weil ich zu Hause eben kein iPod habe, an schönen Tagen im Winter zu meinen Bienenvölkern. Und dann kann man hören, wo sitzt es, wo sitzt es, wie klingt es. Und das Besondere ist, was mir aufgefallen ist, eigentlich klar, es gibt Völker, die tönen leise, homogen, wie wir jetzt eben. Und dann gibt es Völker, die tönen laut, man würde sagen, wenn man nichts kennt, fröhlich, und einzelne kecke Bienen singen heraus. Also sie singen nicht, sie benennen Flügel. Wenn man unten auf dem Schieber, auf dem Brett schaut, wie es ausschaut, merkt man, große Völker klingen leise und homogen, kleine Völker klingen laut und nicht so homogen. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was passiert in der Kneipe oder im Foyer beim Abendessen oder in der Schulklasse, wo ich merke, je größer die Gruppe, umso lauter ist es. Aber man kann auch sagen, je größer die Gruppe, umso weniger ist man zusammen. Und ich habe gemerkt, in meinem, macht es noch nicht so lange, habe also nicht so viel Erfahrung, dass oft Völker, die sehr laute Summen und Brummen sind, an Ostern sterben, weg sind. Und es ist interessant, Kohärenz heißt leise miteinander verbunden, nicht kohärente oder nicht so schön einheitliche Töne, die einem erfreuen, heißt, man fällt auseinander. Und man kann den Eindruck haben, als ob in dieser Situation ein Teil der Lautstärke in die Verbindung den Menschen oder den Bienen fließt, und wenn diese Kraft nicht mehr da ist, aus welchen Gründen auch immer, kann eben der Klang lauter werden. Es fehlt mir die Zeit, um auf die Arbeiten von Fritz Popp einzugehen, der sehr ähnliche Phänomene bei Lichtstrahlen, Fotoemission bei Pflanzen untersucht hat. Und sein Resultat ist genau gleich wie beim Klang der Bienen. Geringe Strahlung, gesunde Pflanzen, laute Strahlung, nicht mehr kohärent, kranke, sterbende Pflanzen. Und das zeigt etwas über die Art von Beziehungen, die wir suchen müssen, wenn wir uns damit beschäftigen, was ist gesund
was ist noch halb, was ist vielleicht grau. Ja? Und das heißt das jetzt, es soll eine dynamische Beziehung sein. In einer dynamischen Beziehung gibt es ein A und ein B. Ja? Und das ist sehr abstrakt, thematisch. A, Bienen, B, Pflanzen. Und in einem, wie die Pfeile zeigen, funktioniert diese Beziehung nur gut, wenn es ein Hin und Her gibt. Und dann haben die Chemiker erfunden, dass wenn das gut läuft, kommt hier was raus. Die Bienen helfen, wenn das Pflanzen sind, der Fruchtbarkeit und Samenbildung. Die Pflanzen helfen, Gesundheit, Honig und Wachstum. Und wir haben, wenn Beziehungen so laufen, die Sicherheit, dass hier Fülle entsteht. Einfach durch den Prozess. Das hier hat nichts mehr damit direkt zu tun. Das fällt einfach ab. Die Pflanze, die Samen bildet, naja, die verschenkt sie an die Umgebung. Die Bienen, die Wachs und Pollen und Honig sammeln, schenkt das zu viel Kinder in die Umgebung. Und ein Problem in der heutigen Zeit, glaube ich, ist, dass man meint, man müsse hier drehen und hier drehen und das da hier zu vermehren. Ja? Und sobald man hier dreht, und zum Beispiel sagt ja, besser ist mehr in die Richtung, sobald nur ein Prozess stört, fällt das Ganze auseinander. Also ich möchte euch ein bisschen sagen, das ist ein Verhältnis. Das zweite ist hier und her. Das ist eine Entität, die weiß, was sie kann und auch weiß, was sie nicht hat. Bienen können fliegen, sammeln, das müssen sie bekommen von den Pflanzen. Die Pflanzen hat Pollen und Nektar, also es steht auch für sich und weiß, was sie braucht. Nämlich Bienen, die Pollen und Nektar zusammenbringen. Das ist die Situation. Also dynamische Beziehungen im Gleichgewicht, in einem dynamischen Gleichgewicht, sind nur möglich, wenn erstens dieser Fluss gut gelingt und zweitens sind sie nur möglich, wenn hier etwas ist, was weiß, was es hat, und irgendwie fragt man in welcher Art die Beschränkung, seine Beschränkung kennt und da auch ein jemand etwas anderes ist, was etwas hat und seine Beschränkung kennt. Ich kann nicht noch zu viele Beispiele bringen, aber ich möchte ein Beispiel bringen, nachdem der Uri Blumen verteilt hat über meine Bedeutung in der Sektion für Landwirtschaft. Und ich habe bei den Kollegen in der Landwirtschaft gelernt, dass sie irgendwie nach solchen Prozessen funktionieren. Und in meinen Notizen habe ich ihnen Charakter oder Arbeitseigenschaft zugeschrieben der souveränen Unsicherheit. Und das heißt jetzt das. Souverän heißt, sie wissen genau, was sie können. Ja? Und sie wissen auch, was sie nicht können. Und sie halten nicht zurück, das, was sie können, zu zeigen und in die Welt zu bringen, aber gleichzeitig immer Kollegen und Kolleginnen anzusprechen für das, was sie nicht können. Und daraus entsteht so etwas wie diese Konferenz. Es ist nicht mehr der König Horter, der da das Publikum belehrt, oder die Königin Florin, die irgendwie Publikum belehrt, sondern in diesem Gemeinsamen entsteht es. Und ich denke, in dem Sinne ist es eine Art von Zukunftsbild, kohärente, das heißt zusammenklingende Beziehungen herzustellen, die aber nur möglich sind, wenn Partner und Partnerinnen da sind, die wissen, dass sie eine Beschränkung haben, Expertentum haben und auch wissen, dass sie für das Erreichen eines Zieles auf andere angewiesen sind. Ist das irgendwie klar? Und jetzt ist es eben so, ich habe schon von Störungen gesprochen und wir lassen das sein. Also wir brauchen nicht hier Pflanzen auszureißen. Wir können hier, genau, das ist übrigens falsch. Ne? Und niemand sagt es. Das Dynamische heißt ja in eine Richtung, einmal ist das Ursache für das und dann ist der Effekt, die Wirkung, Ursache zurück. Ja? Und wir brauchen hier nur irgendwo eine Störung zu machen. Was passiert? Keine Bienen, keine Samen. Ich habe nachgelesen, 85% aller Blütenpflanzen sind auf Bestäubung angewiesen.
Davon werden 80% von den Honigbienen bestäubt. Nicht nur, sondern auch von Käfern und Fliegen. Es gibt nur 9 Honigbienenarten. Unglaublich, ja? Wie dieses ganze Meer von 160.000 Pflanzen bestäubt wird. Und das Besondere ist, von 160.000 Pflanzenarten können 40.000 und bei den Obstbäumen sind fast alle dabei nur von den Bienen bestäubt werden. Wir können uns vorstellen, Jean-Michel hat heute Morgen davon gesprochen, was passiert, wenn wir so ein Ökosystem aufzeigen mit vielen Pfeilen in alle Richtungen, also nur da, da gibt es Samen. Und in einer Wiese verschenkt die Samen Pflanzen. Wenn aber nicht eine Kuh über die Wiese gegangen ist und hier und da so macht, in den Stücken, wo eine Erde vorhanden ist, wo der Samen hinfallen kann, wird aus dem Samen nichts. Alle Tausende von Samen werden von Tieren gefressen, die Tiere wieder von Tieren. Wir können also riesige Ökosysteme bilden. Und zurück zu diesem Beispiel mit Bestäubung und Pfanzen. Thomas van Elsen, ich weiß nicht, ob er noch da ist, könnte uns wahrscheinlich erzählen, wie viele von den 40 Ackerrandpflanzenarten vorhanden wären ohne Bestäubung. Es gäbe eine massive Reduktion. Nun ist es so, dass ich jetzt nicht in ein Stoffgeschehen hineingehen möchte. Wir haben ja gehört, ein bisschen materialistisch, immerhin müssen diese Stoffflüsse und Massebildungsprozesse vorhanden sein, um unseren Bauch zu füllen. Das ist klar. Also wir sollen sie nicht ernst nehmen. Aber im Blick auf Bienen, im Blick auf unser eigenes Inneres, frage ich mich, ob wir nicht mehr in eine andere Richtung schauen müssen. Ich will sagen, verschwinden die Bienen aus unserer Zivilisation, habe ich keine Sorge, dass der Bauch überlebt. Es gibt genügend Getreide, die wir noch essen können, Mais und Fleisch in Tonnen und Massen, Löwenzahnsalat und Brennnesselsuppe. Also ich will glauben, dass wir auch ohne Bienen mit unserer leiblichen Existenz überleben. Ich habe aber die Frage und die Sorge, ob wir, wenn wir einen anderen Strom der Ernährung, einen Strom über die Sinne anschauen, auch überleben können ohne Bienen. Und wenn ich versuche, so ein bisschen zu imaginieren, wie die Welt ausschauen würde, ohne Bestäuber insgesamt, dann wäre sie ziemlich trostlos grün. Bestenfalls. Und jetzt kommt etwas Besonderes. Wir haben von Jean-Michel immer wieder gehört in den letzten Tagen, dass wir eigentlich in einer gewissen Weise unseren Menschsein entwickeln, in diesem Stufe wahrnehmen, vorstellen, erinnern, imaginieren. Und wenn wir ein bisschen in die Kulturanthropologie hineinschauen, also die Frage, was macht den Menschen zum Menschen, zum Humanen, dann ist es nicht gut essen, schlafen, wieder gut essen, schlafen, sondern es ist in einer gewissen Weise aus Erfahrungen der Welt, die so verinnerlichen, dass daraus etwas entsteht wie Kultur. Ja? Das scheint unsere Aufgabe zu sein. Und wenn ich mich frage, was würde passieren, wenn diese Pflanzen wegfallen, dann merke ich, es sind eigentlich Eindrucksmöglichkeiten für alle unsere Sinne, die plötzlich nicht mehr da sind. Und jede Eindrucksmöglichkeit, die fehlt, ist auch eine fehlende Möglichkeit ihrer eigenen inneren Entwicklung. Es ist ja ganz klar, so wie wenn wir eben nur noch Kartoffeln essen, Gemüse fehlt, fehlt, wenn wir nur noch Löwenzahn anschauen, der Eindruck des Feigens, des Pflanzenbaus und so weiter und so weiter. Und jetzt meine ich auch, dass das Entscheidende ist in dieser Perspektive, dass wir nicht auf den Bauch schauen, sondern auf das, was in unserem Innen passiert. Und ich finde es sehr spannend, wir können an verschiedene Denker denken, und da gibt es den Klaus Michael Meyer-Pawich, und das Zitat ist kurz für die Übersetzung einfach, der hat verlauten lassen, dass Kultur der Beitrag des Menschen ist zur Naturgeschichte. Ja? Ganz einfach, Kultur ist der Beitrag des Menschen zur Naturgeschichte. Also in der Evolution ist der Mensch gedacht, nicht Bäuchlein zu füllen und
rumzuliegen, sondern etwas zu schaffen, was es nur gibt, weil er vorhanden ist. Bei Rudolf Steiner, dem Jungen, lesen wir im das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit. Das heißt, die innere Verarbeitung von Eindrücken sei die wahre Kommunion des Menschen. Also der Auftrag des Menschen ist offensichtlich, etwas für diese Welt zu tun und durch seine eigene Tätigkeit etwas Neues hervorzubringen. Und dieses Neue, was wir hervorbringen sollen, dieses Neue, was wir hervorbringen sollen, das Kulturprägende ist die Kunst, war vielleicht auch mal Religion und ist Wissenschaft. Und was heißt es jetzt, Kunst und Wissenschaft? Der eigentliche Auftrag ist doch nicht anders, als Welt so zu verwirklichen, dass das Innere der Welt und das sind jetzt die Gesetze, die Regeln, Urpflanze, Motiv, ich will da nicht in Details gehen, dass das, was eben nicht sichtbar wird, sondern sich nur in Wirkung zeigt, dass dieses unsichtbare, bildende, formative, nennen Sie es ätherisch, astralisch, egal wie, durch den Menschen zur Erscheinung gebracht wird. Also das ist eigentlich die ganz große Menschheitsaufgabe. Und ohne diese Aufgabe ist die Menschheit, ohne die Erfüllung dieser Aufgabe ist die Welt nicht vollständig. Und wenn ich das so sehe, dann habe ich den Eindruck, brauchen wir die Bienen, um im Bereich des Lebendigen und im Bereich des Beseelten, liest hier oder schaut hier, Eindrücke zu bekommen, die uns helfen, das Innere der Welt vollständig abbilden zu können. Und im Moment, wo dieses Pflanze und Tier fehlt, weil Beziehungsschöpferin Bienen fehlen, ist es nicht nur so, dass die Welt ärmer wird, sondern dass sie eigentlich nicht mehr vollendet werden kann. Und aus dieser Perspektive, wie gesagt, habe ich die Sorge um die Erde und den Menschen, den Bienen und alle anderen Bestäuberinnen fehlen. Gut. Aus den Perspektiven weg haben wir es fliegend gemacht. Weg von diesen Stofflösen hin zu diesen seelischen Eindrücken. Und jetzt möchte ich hier noch darauf kommen, Aufgabe des Menschen ist eigentlich auch schon erledigt. Ich bin wahnsinnig schnell dort. Okay. Jetzt, bevor ich zur Hausaufgabe komme, würde ich noch gerne etwas sagen zu diesen Beziehungsschöpferinnen. Ich habe vorhin schon gesagt, und für viele ist es eine Provokation, wir sollten uns nicht drum kümmern, ob wir essensmäßig überlebt oder nicht. Wir hatten letztes Jahr Hans Herren zu Besuch hier, also drüben, und er hat gesagt, 2012 natürlich, wurden pro Einwohner der Erde in dem Jahr 4000 Kilokalorien pro Tag produziert. Wir sollten, so wie wir da rumsitzen, nicht mehr als 2000 zunehmen. Das heißt also, wir könnten eine Erde, die doppelt so viele Menschen trägt, ernähren, wenn wir dort wollen. Also, keine große Sorge. Gut. Jetzt, was zeichnet diese Schöpferin von Beziehungen aus? Das eine ist, das ist für mich immer wieder ein Wunder, dass der Kontakt, die Berührung mit der Pflanze gewaltlos ist. Die geht nicht kaputt, wenn das Bienen angekommen ist, oder sogar zwei oder drei Bienen. Wir hören und können es lesen, 2014 publiziert, je öfters Bienen Apfelblüten besiegen, umso besser der Apfel. Also darum würde ich gerne auch mal wissen, was die Apfel im Anbau so gegen Bienen haben. Es muss mehr als einen Erstkontakt geben. Das zweite ist, wir sehen, dass diese Bestäuber in ihrem Eigensein und in dem, was sie helfen, immer wieder neu hervorzubringen, eine unglaubliche Schönheit verzeihen. Wer jemals in Amerika durch den Monsanto Country gefahren ist, wie der Hobbs genannt hat, ist stundenlang umgeben an diesen Soldaten, Hybridmais oder jetzt heute Hybrid-Gentech-Mais.
Und es ist manchmal, ich habe das vor 30 Jahren gemacht, da gab es noch keine EMT, aber es war schon damals unheimlich, wenn man nach 6 Stunden Fahrt außer Fahrrad dann einfach nicht sehr weiß fährt, weiß etwas. Sie schaffen die Schritte. Und sie schaffen, wie ich hier ganz kurz zeigen wollte, in ihrem Sein, zusammen mit den Pflanzen, diese enorme Fülle. Und der Unterschied zwischen Maximum und Armut, oder man kann sagen Überfluss und Not, ist eben dieses Konzept der Fülle. Wir stören Prozesse des Miteinanders, geben und geben es nicht, und dann entsteht etwas, was frei verfügbar wird für uns alle. Im Moment, wo wir sagen, wir wollen nur das, ja, viele Prag, viele Sachen und so weiter, erzeugen wir eine Not, sowohl da wie überall auf der Welt. Und das vierte bei den Bienen, das ist das, was ich für mich selber immer als Weisheit bezeichne. Wir haben gehört am Anfang, welche Realität und Virtuosität Bienenvölker in der Lage sind, irgendwelche inneren oder äußeren Faktoren zu kompensieren. Robust, so wie eine dynamische Beziehung eben ist. Wenn hier etwas fehlt, vielleicht ein bisschen Grundtemperatur erhöhen, wenn es zu viele Fliegerinnen gibt und zu wenig Nestbienen als Stockbienen, die das ein bisschen runtersetzen, dann wird diese Fähigkeit ausgebildet. Eine ungeheure Weisheit. Und ich staune jedes Jahr wieder im Frühling, Weide blüht und dann hört man Summen. Die sind da bereit, diesen Reichtum zu nehmen, für sich, aber auch wieder Reichtum zu produzieren. Und jetzt ist es interessant. Ich bin, wie ihr, auch, fühle mich als Demeterin nicht zertifiziert. Es ist mir zu umständlich mit der Zielwirkung und der Honig wird sowieso gegessen. Und dann bin ich manchmal auch so Martin mit einem schweren Rucksack, wir müssen den Bienen helfen. Und kommt das überhaupt in dieser Welt? Kenne ich nur dieses Gefühl. Und dann habe ich aber angefangen, ich sagte es jetzt, weil wir heute von Michael eine Art Meditation gemacht haben, in einer bestimmten Weise von Bienen, die bekommen einen Spruch, dann sage ich ihnen innerlich, was ich machen will, dann gehe ich mit hoffentlich den besten innerlichen Praktiken, die ich kann, an die Völker, probiere dann danach noch eine kleine Zeit innezuhalten, damit nicht immer, der Tag ist voll, und auf alle Fälle mache ich abends so einen Rückblick über diese ganze Tätigkeit. Und dann ist es einerseits so, dass als Ergebnis dieser Arbeit bei mir und dann jeden Tag kurz denken dran, ich komme dann noch gleich auf das kurz denken, ist genial, spüre ich die Bienen. Und wenn ich sie nicht mehr spüre, weiß ich, jetzt muss ich hin. Dann abhängig davon, ob 10 Tage verstrichen sind oder 3 Wochen. Und dann ist es also mal so gekommen bei einer dieser, nennt es Meditation oder so innehalten bei den Bienen, dass ich gehört habe, ich sage Ihnen mal, es ist immer ein bisschen schwierig, das genau herauszufinden. Was ich gedacht habe, wie geht es weiter mit euch? Hat jemand gesagt, über uns brauchst ihr keine Sorgen zu machen. Wir, Bienen, schaffen es ohne den Menschen. Hingegen sind wir nicht sicher, ob du oder ihr Menschen es ohne uns schafft. Und zuerst war ich beleidigt, weil ich meinen Helferwillen ein bisschen verletzt war, das ist klar. Und dann habe ich aber gemerkt, ich muss eben genau wie eine Liebesbeziehung umbohren. Ich kann doch nicht sagen, ich liebe meine Frau, weil sie mich braucht. Das ist irgendwie absurd. Sondern ich liebe sie, weil sie etwas hat, was nur sie hat und ich nicht habe. Und das hat mein Verhältnis zu den Völkern und meine Arbeit mit den Völkern sehr stark verwandelt. Und gleichzeitig ist auch diese Dunkelheit, was tragen wir im Imker alles rum, ist ein bisschen eine Leichtigkeit gewesen. Also wir dürfen es mitnehmen, wenn diese Stimme recht hatte, dass die es schaffen. Ich weiß, vielleicht nicht an meinem Stand oder auf dem Stand meiner Kollegen, aber irgendwo, wo die Verhältnisse noch so sind, dass sie nicht so gestört werden, nicht so wenig Güten haben und so weiter, wird die warten, bis die Bedingungen wieder besser geworden sind. Gut. Also, ich komme noch zu den Hausaufgaben. Thomas darf vor 4. Tag beginnen.
Ich habe gesprochen davon, dass eine der Aufgaben der Menschen ist, oder die zentrale Verinnerlichung. Man kann sagen, über Kunst, Religion und Wissenschaft, Vorgänge der äußeren Welt, innerlich, kann ich sagen, geistig, künstlerisch, gedanklich, abzubilden, das heißt zu schaffen. Und ich glaube, dass das, was ich jetzt so bezeichne, man auch sagen kann, ist ein bisschen eine Art erster Schritt in einen Bereich hinein, der, wenn genügend Sensibilität entwickelt ist oder Organe entwickelt sind, wie im Michael-Brief geschildert, ins Geistige führen kann. Und ich möchte euch eine Aufgabe mitgeben, die jeder und jede schaffen kann. Sie dauert nicht lange und sie ist einfach genial aus verschiedenen Gründen. Die Übung ist die: Wir probieren, wenn wir nach Hause gehen, am beliebigen Ort, zu jeder beliebigen Tageszeit, einmal kurz daran zu denken, wo wir die letzten 3 Tage verbracht haben. Es geht nicht darum, irgendwie einen lokalen Patriotismus Dornach oder Bödiam zu pflegen. Aber ich habe gemerkt, es ist so fantastisch, dass wir mit unserem Geist nach Japan gehen, ich mache das viel häufig, nach Amerika zu Kollegen oder Freunden, oder halt eben auch zu Kindern, die in der Nähe sind, aber nicht physisch anwesend. Also wir können geistigen Flugradius haben, wo nicht mal die besten und stärksten Völker hinkommen. Und ich würde gerne als Hausaufgabe geben, wenn ihr daran denkt, probiert jeden Tag kurz euch zu erinnern, wo war ich am, der Schiff ist heute? 5. Macht es egal. Also, wo war ich Anfang Februar? Vergegenwärtigung. Da war ich in dieser Gruppe mit dir gesprochen. Und das, wenn wir das alle machen, haben wir sozusagen ein Bild. Wir sind ausgeflogen, wir kommen geistig im Moment zurück. Und wenn alle drin sind, ist egal. Das sind die alle, die drin sind, also in der Mitternacht und im Winter. Und dann können wir uns in einem Jahr oder vielleicht in irgendeiner Zukunft darüber verständigen, was durch diese kleinen Übung, die uns alle immer wieder neu zusammenführt, mit uns und mit der Welt geworden ist. Danke.